sind seit 1989 hier ansässig in Hamburg. Wir sind spezialisiert darauf, Filme zu vertonen, Geräusche zu machen und die Final Mixes zu machen für inländische und ausländische Produktionen. Mein Name ist Arne Dammann. Ich bin Mischtonmeister, Geräuschemeister und Geschäftsführer der Firma M&E Studios. Ich heiße Daniela Rose und bin auch schon einige Jahre Mitglied des M&E-Teams und ich mache vor allem Vertonung, O-Tonbearbeitung und Synchron. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Projekte gemacht. Die bekanntesten darunter sind vielleicht das Traumschiff, der Polizeiruf, Tatorte. Morden im Norden zum Beispiel, Serien, Kinderserien, Tiere bis unters Dach. Also wir haben ca. 1400 Produktionen hier gemischt, vertont und wir haben auch internationale Sachen aus Amerika gemacht, El Bundys, Roseanne zum Beispiel, Brothers, wie sie alle hießen. Wir arbeiten auf einem Endo seit 2003 circa. Mit dem Endo 2 sind wir gestartet, haben uns damals für das System entschieden, weil gute Plugins drin waren und sehr gut auf unsere Arbeitsweise passt. Und wir konnten sehr schnell Filme bearbeiten, Sounddesign erstellen und ganz viele Sachen, wo andere Systeme mehr Zeit für brauchen. Jetzt sind wir bei einer größeren Version und das macht immer noch Spaß. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich benutze viel in Nuendo alle Bereiche, die die Bearbeitung anbelangen. Also ich muss viele Töne zerschneiden, die wieder neu zusammenflicken, damit die wieder stimmen und aneinander passen. Und ich benutze sehr viel die Tastaturbefehle. Ich kann mir alle meine Bearbeitungssachen auf verschiedene Tasten legen und komme damit super klar. Wenn ich Geräuschaufnahmen mache, brauche ich ein stabil laufendes System. Das wird schon wirklich arg strapaziert und braucht eigentlich viele Pitch-Shift-Geschichten, Umkehrfunktionen. Und was super in diesem System ist, sind auch tolle Räume wie Roomworks zum Beispiel. Ich bin ein echter Roomworks-Fan. Weil da kann man gerade speziell für im Filmbereich ganz, ganz tolle Räume mitmachen. Wir arbeiten hier mit einem Noage-System, weil das meiner Meinung nach das Beste und das Dichteste an den analogen Pulten ist, weil ich daher komme, darauf gelernt habe auch. Und es ist eine gut zu bedienende Konsole, die unheimlich gute Möglichkeiten in einer Filmmischung hat. Ganz viele Sachen schnell zu machen, schnell zu bedienen, um da sehr flexibel zu sein und den richtigen Sound herzustellen. Das ist eigentlich hier mit dieser Konsole total gut gegeben. An Nuendo 10 gefällt mir am besten der Field Recorder Import und der Doppler-Effekt, weil ich da halt dann selbst entscheiden kann, wie und in welcher Geschwindigkeit die Fahrzeuge an mir vorbeifahren. Das Video-Rendering ist auch sehr sinnvoll, weil ich dort Klammerteile erstellen kann, was vorher nicht so einfach möglich war. Und das erspart auch viel Zeit und ja, letztendlich auch viel Geld. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir immer konkurrenzfähig bleiben können dadurch auch.